Hallo und herzlich willkommen bei Jupp Berlin. Und Berlin bekommt ein neues Gesetz. Und zwar eins für uns Jugendliche und junge Erwachsene. Damit ihr darüber Bescheid wisst und das Gesetz für euch nutzen könnt, haben wir euch die 5 wichtigsten Fakten dazu zusammengefasst. Erstens. Berlin wächst. Es leben immer mehr Kinder und Jugendliche hier. Deshalb ist es auch wichtig, dass es mehr Angebote, Räume und Platz für uns gibt. Und dazu braucht es eben auch Fachkräfte, die Aktion machen, Jugendzentren leiten und uns bei unseren Projekten unterstützen. Das alles kostet Geld. All das soll in Zukunft durch das neue Gesetz geregelt und gesichert werden. Zweitens. Das Gesetz nennt sich Jugendförder- und Beteiligungsgesetz. Das ist ein ziemlicher Zungenbrecher. Es regelt vor allem, dass die Jugendarbeit in Zukunft nicht nur mit mehr Pädagoginnen und Geld gefördert werden soll, sondern dass wir, die Jugendlichen, auch mehr daran beteiligt werden sollen. Was in Berlin, in unseren Kiezen passiert und welche Angebote es gibt. Drittens. Damit die 12 Berliner Bezirke beim Senat, also der Landesverwaltung, schon mal anmelden können, was sie in der Jugendarbeit planen und wo noch Gelder fehlen, erstellt jeder Bezirk einen eigenen Jugendförderplan. Daran müssen die Erwachsenen und Jugendlichen beteiligen. Das ist vorgeschrieben. Viertens. Im Vorfeld hat die Drehscheibe Kinder- und Jugendpolitik deshalb Jugendliche und junge Erwachsene gefragt, was bei einer Mitarbeit an den Förderplänen Voraussetzung sein muss. Das sind einige der Forderungen, die die Jugendlichen formuliert haben. Beteiligung muss allen Kindern und Jugendlichen möglich sein. Kinder und Jugendliche wählen Themen aus, die sie betreffen. Es ist von vornherein klar, welche Entscheidungsspielräume Jugendliche haben. Fünftens. Das Gesetz tritt ab dem 1. Januar 2020 in Kraft. Doch bereits jetzt könnt ihr zum Beispiel im Jugendzentrum oder den Kinder- und Jugendbüros eures Bezirks Bescheid geben, was euch fehlt. Lasst alle wissen, welche Angebote ihr euch wünscht, was verbessert werden soll und was genauso bleiben soll. Eine Liste mit Ansprechpersonen findet ihr auf jupp.berlin. Bei Fragen rund um das neue Gesetz schreibt uns eine Mail an info@jupp.berlin oder informiert euch unter jupp.berlin/mitmischen. Tschüss und bis zum nächsten Mal, eure Jupp-Redaktion.